Mit einer Gedenkfeier auf dem Stadtfriedhof in Tübingen begingen gestern Vertreter von Stadt und Politik den 35. Todestag von Carlo Schmid. Darunter auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Carlo Schmid hatte in jungen Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Reutlingen und Tübingen. Unter anderem war er an der Universität angestellt. Nach dem Krieg begann er in der SPD seine politische Karriere. Er gehörte zum engen Führungskreis um Willy Brandt. Zweimal hatte ihn der Bundestag zum Vizepräsidenten gewählt. Schmid, so Palmer, sei ein Kulturmensch gewesen, der Tübingen in ganz entscheidender Weise mitgeprägt habe.